klar, da sind wir wieder dabei. Jetzt stellt sich die Frage, wo wir als nächstes hingehen. Wir haben jetzt mehrere Optionen. Nicole hat uns zuletzt genannt, dass wir einmal zur Polizei gehen könnten und einmal ins Museum zu André Lobineau. Ich würde sagen, wir gehen mal zur Polizei, weil im Museum weiß ich ungefähr, was ich machen muss. Bei der Polizei habe ich gerade keine Ahnung mehr, warum man da hingehen sollte. Und mich interessiert es gerade etwas mehr. Warum? Deshalb gucken wir doch mal. Okay, jetzt erstmal nicht viel außer der Heino hier. Dann können wir uns hier schon mal was angucken. Nee. Okay, ja, dann reden wir doch mit dem guten Kollegen hier vorne, den wir schon am Café auch kennengelernt haben. Wenn er mit uns reden möchte. Entschuldigen Sie. Oh, Monsieur Stoppard. N'est-ce pas? Das stimmt. Sie erinnern sich also an mich? Die Speicherung solcher Daten ist Teil meines Berufsbildes als Gendarme. Denn nur so bekämpft man Verbrechen wirksam. Durch die Beachtung aller Details, Das ist ja nicht durch beachtlich. Intuition. Ja, klar, sicher. Okay, wir haben hier viel, was wir fragen können. Haben Sie schon mal von einem Mann namens Marquet gehört? Ja. Früher war er bekannt als der Maulwurf von Montmartre. Okay, er ist Ich bekannt. habe gehört, man hat Jacques ihn ins Marquet. Hospital geschafft. Wahrscheinlich war das einer seiner Rivalen. Okay. In welches Hospital hat man Marquet eingeliefert? In die Aggenmeyer Okay, Klinik ich glaube, in der damit wissen wir schon wieder Aggenmedizinischen. alles, was wir eigentlich wissen müssen. Jetzt können wir nämlich ins Krankenhaus gehen. Okay, das hatte ich wirklich gar nicht Warum mehr auf hatte dem Marquet den Schirm. Spitznamen Maulwurf vom Montmartre? Aber wir fragen mal so ein bisschen Wahrscheinlich, weiter. weil er Kommen wir in noch ein bisschen ins Montmartre Gespräch wohnte, mit vermute ihm. ich. Ja klar, aber warum Maulwurf? Keine Ahnung. Weil er seine Nachbarn den Rasen ruiniert Na, hat? da wird es bestimmt gelegen haben. So, Ich Flip und möchte einen Guido. Überfall melden. Ja, Monsieur? Wo ist das Opfer? Ich selbst bin das Opfer. Ich wurde von ein paar Ganoven überfallen. Ja, Ah, ich überfallen. verstehe. Und wo fand dieser Wir haben ihn angebliche durchsucht am Überfall Hotel statt? Ubu. Vor dem Hotel Ubu. Sie haben mir aufgelauert, als ich das Hotel verließ und meine gesamten Taschen durchstöbert. Können Sie die Täter beschreiben, Monsieur? Der eine sah aus wie ein Gorilla, der andere wie ein Wiesel. Sie heißen Flapp und Guido. Bon, diesmal schnappe ich sie Ah, die mir. sind sogar schon bekannt. Was werden Sie mit Flapp und Guido machen, Sergeant? Ich werde sie am Kragen kriegen, Monsieur. Seit Jahren hoffe ich, dass ich dem sauberen Pärchen mal etwas nachweisen kann. Jetzt habe ich endlich meine Chance. Ich werde es Ihnen schon zeigen und dem Inspekteur auch. Danke, Sergeant. Danke, dass Sie mich ernst nehmen. Ich tue nur meine Pflicht, Monsieur. Na dann, okay. Kennen Sie jemanden namens Kahn? So einen merkwürdig aussehenden Kerl mit einer Narbe auf der linken Wange. Nein, Monsieur. Besteht irgendeine Verbindung zwischen diesem Mann und dem Bombenanschlag auf das Ich dachte Café? erst echt ohne Scherz, Ja, es wird ich jetzt eine glaube, er hat den Genghis Namen Kahn Khan-Anspielung benutzt, als er geben. das Gab es zum Clownskostüm Glück nicht. ausgeliehen hat. Ist Rousseau hier? Ja, er ist da. Ach, ich kann Wollen sogar Sie mit ihm ihn sprechen. Ich dachte, sprechen? ich könnte nicht mit ihm sprechen. Ja, lass uns doch mal mit ihm Ja, sprechen. gerne. Einen Moment, Monsieur. Wer weiß, vielleicht kriegen wir noch irgendwas von dem, was wir vielleicht benötigen. Ich bin mir da gerade Dieser nicht Stoppard sicher. ist da und will Sie sehen, Monsieur. Kein Bock. Hat er gesagt, was er will? Na, ich dachte, er sagt Nein, kein Monsieur. Bock. In Ordnung. Ach, die Animationen von dem Spiel sind wirklich hübsch. Also das muss man schon sagen. So, dafür, dass das Spiel jetzt knapp Hi, 25 Jahre Inspektor. auf dem Buckel hat, Erinnern Sie das sich ist noch schon an echt mich? hübsch. Aber selbstverständlich, Mr. Stobart. Mein Verstand ist ein sauber aufgeräumtes Lager von Erinnerungen. Ein geistiges Archivierungssystem, um das mich sogar unsere Bibliothek National beneidet. Keine Tricks, wohlgemerkt, Monsieur. Reine Übung. Genau wie unsere Muskeln durch Inaktivität schwinden, so verkalkt auch der Verstand. So sieht's aus. Dabei wäre das gar nicht nötig, wenn die Leute nur lernen würden, ihre kleinen grauen Zellen täglich ein wenig zu trainieren. Falls er mich damit beeindrucken wollte, dann hatte das absolut funktioniert. Er war aufgeblasen und herablassend, aber er hatte Stil. Eh bien, wenn es um den Bombenanschlag geht, dann kommen Sie zu spät. Die Untersuchung ist abgeschlossen. Aber man hat mir den Fall entzogen. Oh, Und was ist mit dem okay. Mord? Dem toten Kerl? Ich habe den Fall nicht mehr in der Hand. Fragen wie immer nach Marquet. Haben Sie jemals von einem gewissen Marquet gehört? Jacques Marquet? Marquet? Den Namen kenne ich sehr gut.
Er hat ein Vorstrafenregister mit Verdacht auf Erpressung, Kidnapping, Brandstiftung und Kunstdiebstahl. Aha. Ein Allround-Talent, wie? Wieso läuft er noch frei herum? Sein Draufgängertum wird nur noch von den Fähigkeiten seines Rechtsanwaltes übertroffen. Haben Sie schon mal von Dr. Pegram, dem Archäologen, gehört? Molly Pegram? Der zweite Sohn von Lord Barclay Pegram? Er ist mit Vorname Molly, das war mir bisher noch nicht bewusst. So viel zum Thema wirksame Rehabilitation. Was hat er diesmal angestellt? Er hat in Irland einen bedeutenden archäologischen Fund gemacht. Kennen Sie Pegram gut? Ich habe zwar gewisse Kontakte zu seiner Familie, aber von ihm selbst weiß ich so gut wie gar nicht. Okay. Ist Molly sein richtiger Name? Natürlich nicht. Das ist der Spitzname, den er in der Schule hatte. All seine Freunde und Bekannte kennen ihn als Molly. Warum nennt er ihn dann so? Wollen Sie nicht wissen, was ich über den Mörder herausgefunden habe? Ich habe Ihnen doch gesagt, Monsieur, dass der Fall abgeschlossen ist. Ich habe mit der ganzen Sache nichts mehr zu tun. Könnte ja sein, dass sich trotzdem interessiert und du mit ermitteln möchtest. Auf keinen Fall. Vergessen Sie am besten alles über diesen Clown. Genießen Sie Ihre Zeit hier als ganz normaler Tourist, Dawart. Na gut. Kennen Sie ein Halunkenpärchen namens Flapp und Guido? Ich kenne die beiden, seit sie von der Sonderschule geflogen sind. Guido ist ein widerlicher Kerl, aber Flapp ist das Gehirn dieser Partnerschaft. Ah, das finde ich großartig. Die beiden sind von der Sonderschule geflogen. Ich habe sie vor dem Hotel Ubu getroffen. Haben Sie den Kerl identifizieren können, der in der Explosion umgekommen ist? Ich wusste schon vorher, wer er war. Oh, wer war er denn? Ich habe gehört, der Name des Opfers sei Plantard. Ihre Quellen sind zuverlässig. Er war ein hohes Tier im Schatzamt, nicht wahr? Vielleicht hat man Ihnen den Fall deswegen abgenommen. Es tut mir leid, Monsieur, dazu kann ich keinen Kommentar abgeben. Was war das für eine Psycho-Ermittlerschau, die Sie da im Café abgezogen haben? Ich vertrete die Theorie, dass die Leidenschaften und starken Gefühle, die bei Gewaltverbrechen auftreten, Wellen im Äther verursachen. Na dann, Wellen im Äther? Die nur der Besitzer eines hochentwickelten und offenen Verstandes wahrnehmen kann. Ich bin beeindruckt. Können Sie auch Löffel verbiegen? Ich hätte nie gedacht, dass jemand von Ihrer offensichtlichen Intelligenz so tief sinkt, sich über ein ernstes Thema lustig zu machen. Ich mache mich nicht lustig. Ich hatte ein ganz persönliches Erlebnis mit der Kraft der Gedanken. Man hat mich früher auf allen Partys ignoriert, bis ich ein Buch gelesen habe, das mein ganzes Leben verändert hat. Wirklich? Welches? Erfolg durch Hypnose in Freundeskreis und Geschäftsleben. Er schaute mich an, als hätte ich auf einer Begräbnisfeier gepupst. Der Mesmerismus, auch Hypnose genannt, ist eine seltene Gabe, kein Partygag. Okay, ich kann da noch Sie werden mehr noch nicht zu versuchen, fragen. Mich mit diesem Psychogramm zu verhören. Finden Sie die Vorstellung, dass ich mich durch Ihre Gedankentaste denn so abstoßend? Sagen wir mal, es wäre mir lieber, wenn Sie es unterließen. Ich habe mehr Zweifel als der ungläubige Thomas, wenn es um das Übersinnliche geht. Sehr bedauerlich. Ich glaube nämlich, Sie wären ein höchst interessantes Versuchsobjekt für eine kontrollierte Rückführung. Für den Tag, an dem ich irgendjemanden mit meinem Verstand rumfuschen lasse, ist noch kein Kalender gedruckt. Gut, okay. Soll ich Ihnen mal den hier zeigen? Zeigen wir doch mal. Was halten Sie davon, Inspektor? Erstaunlich. Wie kommen Sie an einen solchen Stein? Ein Mann in einem irischen Pub hat ihn mir gegeben. Erkennen Sie den Juwel wieder? Er ist mir völlig unbekannt. Wenn so ein Juwel gestohlen worden wäre, würde ich bestimmt davon wissen. Nun gut, alles klar. Bis dann, Inspektor. Dann, glaube ich, können wir jetzt zum Krankenhaus gehen. Ja. Was mache ich da noch vor dem Museum? Nicht gut, sonst kann ich hier nichts mehr machen, ne? Ja, alles klar. Okay, dann gehen wir mal zum Krankenhaus. Wenn ich es finde, ist das hier eben da. Hospital. Oder Hopital. Fehlte doch ein S? Da stand nur Hopital. Das alte Gebäude strahlt noch immer etwas von seinem alten Charme aus. Die modernen Anbauten wirken wie eine Baseballmütze auf einer mittelalterlichen Heiligenfigur. Okay, dann können wir uns den Wagen angucken. Ich fühle mich irgendwie schuldig, als ich versuche, die Tür zu öffnen. So, als wollte ich ein Grab ausrauben. Ich greife mit zitternder Hand nach der Klinke und ziehe. Okay. Ja, lass mal. Die Tür ist verschlossen. Gut, okay. Davon können wir nichts bekommen. Hier können wir auch nicht weitergehen. Alles klar. Dann gehen wir einmal rein. Quatschen wir mal mit dem Empfang.
Okay, hier ist noch so ein anderer Typ, mit dem wir reden können. Was anderes ist hier Verzeihung. Nicht. Oui, monsieur? Ist das die Hagenmeier-Klinik? Stimmt, haargenau. Ich dachte, ich wäre in einem Gartencenter. Ist das die Hagenmeier-Klinik? Stimmt, haargenau. Oh, die waren meine Idee. Ein bisschen grün, um einen Hauch Natur hereinzubringen. Womit kann ich Ihnen helfen? Wir suchen... Ach komm, wir stellen auch mal die anderen einem Fragen Mann wieder. Mit einem Clown-Kostüm besucht worden? Ganz sicher nicht. Warum frage ich nicht erst nach Marquis? Sie haben und dann keinen verkleideten Mann gesehen. Das kann man ja vorher nicht wissen. Na ja, doch. Da ist Theodor, der Bär. Der kommt jeden Donnerstag, um die Kinder zu unterhalten. Ich persönlich glaube ja, dass er sie mit seinem zerzausten alten Bärenkostüm eher halb zu Tode erschreckt. Wenn ich bewegungslos auf dem Rücken liegen müsste, mit Schläuchen aus sämtlichen Öffnungen, dann wäre er bestimmt der Letzte, den ich sehen möchte. Hatte Marquis Besuch von ein paar Gangstern? Das will ich doch nicht hoffen. Können Sie sie beschreiben? Ein dünner Typ, Groß, der wie klein, ein Wiesel klein. Aussieht, und sein Freund, der Gorilla. Hört sich an, als wären sie aus dem Zoo ausgebrochen. Ich möchte Jacques Marquis besuchen. Ah, ja. Sind Sie mit unserem Patienten verwandt, Monsieur? Ja, wir sind nicht Nein, verwandt. Okay. Ich führe private Nachforschungen durch. Könntest nicht nachweisen. Oh, in dem Fall kann ich Ihnen leider nicht helfen. Ich hab's mir gedacht. Also kann ich Marquis sehen, bevor er in die ewigen Jagdgründe eingeht? Mit dieser Einstellung kommen Sie ganz sicher nicht sehr weit. Meine Anweisungen waren deutlich und klar. Niemand besucht Niemand. Marquis. Niemand, also noch nicht mal und Verwandtschaft? Und solange Sie nicht beweisen können, dass Sie ein Verwandter oder sehr nahestehender Freund sind, verschwenden Sie hier Ihre Zeit. Habe ich denn irgendwas, was... Schauen Sie sich diesen Ausweis an. Da steht nichts mit Marquis. Sie sind also Morlin. Marquis hat schon nach Ihnen gefragt. Nach mir? Ja, er hat Ihren Namen gerufen, als Sie ihn eingeliefert haben. Tja, welch glücklicher Zufall. Na, dann schauen wir doch mal. Er war auf Station B12, wenn ich mich recht erinnere. Oh, er wurde verlegt nach... Ach du meine Güte, er ist auf Station J2. Das ist... die Station von Schwester Grendel. Aha. Was ist so schlimm an Schwester Grendel? Sie leitet die Station wie ein südamerikanisches Gefängnis. In einer Station für Disziplin zu sorgen, ist doch kein Verbrechen, oder? Disziplin? Wenn es um Gehorsam und Strafe geht, steckt sie den Marquis de Sade locker in die Tasche. Alles, und damit meine ich wirklich absolut alles, läuft nach einer strikten Routine ab. 6 Uhr wecken, 6 Uhr 10 auf die Toilette und wehe dem, der keine Ergebnisse vorzeigen kann. Ihre Patienten sind wie Pavlovsche Hunde. Okay. Sie hört sich wie ein echter Albtraum an. Und das ist noch untertrieben. Wenn Schwester Grendel so bösartig ist, warum wird sie dann von den Verantwortlichen geduldet? Ja, das frage ich sie mich auch gerade. Sie gehört quasi zum Inventar. So lange ist sie schon hier? Nein, ich will damit sagen, dass es nicht einen Mann in dieser Klinik gibt, der sie nicht schon als Matratze benutzt hat. Langsam ging mir ein Licht auf. Diese Dame war eifersüchtig und das nicht zu knapp. Wie finde ich die Station von Schwester Grendel? Den linken Korridor runter, an der Toilette für Verwaltungsbeamte im höheren Dienst, rechts. Und nochmals rechts ab beim Kaffeezimmer des Verwaltungsrates. Hinter der Krankenhausleitungssauna links halten. Und am Ende nochmal links, das ist J2. Und viel Glück. Geiles Krankenhaus. Okay. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Ma'am. Gern geschehen. Oh Gott, aber hier lang, ne? Ich quatsch erstmal mal mit den beiden Leuten hier. Hi, ich heiße George Stobbart. Wirklich? Wenn Sie einen Termin machen wollen, gehen Sie zum Empfang. Nö, ich wollte nur quatschen. Okay, weiter quatschen kann ich mit dem nicht. Ich zeig dir auch mal den Moulin-Ausweis. Sagt Ihnen der Name Thomas Moulin etwas? Nein, absolut nichts. Alles klar, okay. Das hilft nicht weiter. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Was ist mit ihm hier? Hi, ich heiße George Stobbart. Er geht nicht mal hin. Ah doch, er sagt es vom Weiten, dann geht er auf ihn zu. Guten Tag, Herr Rock, mein Name. Freut mich, Sie kennenzulernen. Komme nun in Ihr Wohnzimmer. Sie können mich George nennen, wenn Sie wollen. Sind Sie sicher?
Ja, so heiße ich. Ich heiße eigentlich Benoit, aber alle nennen mich Bunny. Oh. Bunny? Stimmt genau. Ich hatte dieses niedliche Häschen, als ich noch klein war. Ja, und außerdem... Verschonen Sie mich Benoit damit, Benoit. Und Bunny hört sich auch sehr ähnlich an. Alles klar. Gehen wir nochmal über... Wissen Sie etwas über einen Patienten namens Marquet? Nein, Sir. Ich kenne noch so gut wie gar keinen der Patienten. Mhm. Ich habe noch nie einen Arzt getroffen, der zugegeben hat, dass er auch nur ein Mensch ist. Ich bin noch in der Ausbildung, Sir. Ich werde mich schon noch anpassen. Hm. Okay. Fragen wir nach der Kennen Schwester. Sie die Schwester auf Station J2? Nein, Sir. Heute ist mein erster Tag hier. Ich kann es gar nicht erwarten, bis ich die Ersten im Bett vor mir habe. Ich meine natürlich Patienten, meine ersten Patienten. Das klang etwas komisch. Natürlich nicht die Schwestern. Schwester Grinnell scheint das ja ganz gern zu machen. Bis später dann. Okay, gut, alles klar. Wir gehen dann jetzt erstmal in den linken Gang. Dahin, ne? Scheint ja irgendwie richtig zu sein. Hoffe ich. Als ich mich umdrehe, sehe ich die Quelle des grausigen Geräuschs, das durch die Korridore hallt. Aha. Es ist eine Industriebohnermaschine, hinter der ein merkwürdig aussehender Typ herzockelt. Oh Gott. Okay, was können wir denn hier alles machen? Wo können wir denn hier überall hingehen? Gehen wir erstmal da lang. Dann komme ich bestimmt da oben raus. Ah! Ich sehe neben dem Wasserautomaten was. Da ist eine Steckdose, alles klar. Okay, hier können wir... Ah, guck mal, da können wir den ärgern. Können wir was mit dem Wasserautomaten machen? Okay. Aber wir können hier in diese Tür rein. Der lässt mich bestimmt nicht rein da. Da muss ich das jetzt machen. Ziehe ich den raus. Als ich den Stecker aus der Steckdose ziehe, hustet die Maschine, spuckt und steht still. Mr. Shiny? Was ist los, Kumpel? Oh, der nennt seine Poliermaschine Mr. Shiny. Okay, ich kann gar nichts machen in der Zeit. Eigentlich kann ich ihn nur ärgern. Kann ich was mit der Poliermaschine machen? Ich kann nichts machen. Gerade. Doch, jetzt kann ich was machen. Komm, mach schnell. Ach, ich hätte auch in die Poliermaschine gehen können. Gehen wir erstmal dahin. Ja, wir können... Okay. Dr. Stobbart, zu Ihren Diensten. Machen wir noch was mit Mr. Shiny? Ich bin nicht in der Stimmung, Fußböden zu polieren. Okay, das geht nicht. Bringt es was, mit dem zu quatschen? Hallo. Was ist... Ich sagte Hallo. Oh, hi. Er hat dieselbe Stimme wie der Typ, der dachte, in Irland überfahren das wurde. Sie gerade gesagt. Nun schauen Sie doch nicht so bedröppelt. Egal wie schlimm die Dinge aussehen. Okay, ich glaube, ich habe jetzt schon keine Lust mehr weiter mit dem zu reden. Vom Leben nie umhauen. Oh yeah. Und was ist der Trick dabei? Och, das ist ganz einfach. Sie müssen nur ganz einfach lächeln und dieses kleine Liedchen pfeifen. Na dann. Wenn Sie anfangen zu pfeifen, stopfe ich Ihnen Ihre Zähne in die Nase. Abgemacht. Okay, gut. Ich rede nicht mit dem. Gucken uns noch den Wasserautomaten an. Da was kriegen. Wasser bekommen wir dort. Vielleicht hat mich das Gesicht des unbegreiflich fröhlichen Angestellten übervorsichtig gemacht. Ich meine, ich weiß, dass es nur meine Einbildung ist, aber das Wasser schmeckt, naja, seltsam. Krankheitserregend? Habe ich dafür irgendwas gekriegt? Den Becher oder so? Nö. Alles klar, dann gehen wir jetzt hier hin. Was irgendwie richtig zu sein scheint. Ein paar Minuten später. Was passiert jetzt? Das war falsch. Okay, alles klar. Dann hier rein vielleicht. Paar Minuten später. Ha! Okay, aber hier gibt's doch nicht noch mehr Gänge. Das unterschiedliche? Nö, er geht dahin. Ich kann dahin gehen, da komme ich nur wieder hier raus. Komme ich wieder dahin. Ah, ich hätte vielleicht dann doch da vorne noch lang gehen können. Jetzt bin ich etwas verwirrt.
Hey, wie habe ich in Erinnerung, dass man was mit dem machen muss? Kein Grund zu schreien. Was wollen Sie? Nee. Vergessen Sie es. Dann quatsche ich mal den anderen Arzt an. Ich glaube, der denkt jetzt, dass ich der Neue bin und ich den Azubi rumführen muss. Entschuldigung, aber... Ja, Sie müssen der Neue sein. Oder umgekehrt. Muss ich wohl. Ja, also, dann laufen Sie hier nicht länger rum wie ein aufgescheuchtes Huhn und machen Sie sich nützlich. So geht man natürlich mit Neuen rum am ersten Tag. Das machen Sie sich doch mal nützlich. Junge. Kann ja wohl nicht wahr sein. So geht das hier nicht. Das ist Benoit, mein Neffe. Ah, Benoit ist auch noch der Neffe. Könnten Sie wohl mal auf ihn aufpassen? Babysitten kannst du selber, Opa. Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Ich bin Felix Hagenmeier. Und darf ich Ihnen sagen, was für eine Ehre es ist, Sie persönlich kennenzulernen, Sir? Ja, natürlich. Sie stehen auf der medizinischen Ruhmeswand ganz oben, direkt neben Pasteur und Leary. Ich bin entzückt. Nein, es ist mir eine Ehre, auf Ihren Neffen aufzupassen, Sir. Ja, das sollte es sein. Kommt frisch von der medizinischen Fakultät. Das wird ihm die Augen öffnen, wenn er einen echten Arzt bei der Arbeit sieht. Darauf könnte ich wetten. Führen Sie ihn herum. Zeigen Sie ihm mal echtes Leiden. Na gut, alles klar. Also kann ich jetzt wieder mit dem abhauen? Bis dann, Hagenmeier. Vielleicht müssen wir jetzt hier lang. Ich bin mir einfach nicht sicher. Kommt der jetzt mit? Ja, der kommt mit. Irgendwie glaube ich auch, es ist furzegal, ob man den linken oder rechten... Nein, ist es nicht. Kommt der mir jetzt... Also läuft der noch mit mir rum? Ja, ne? Der läuft noch mit mir rum. Okay, gut. Vielleicht müssen... Ah, nee, jetzt kommen wir ganz woanders hin. Ah, das wird Schwester Grendel sein. Guten Tag, Doktor. Oh, hi. Ist das hier Station J2? Ja, Sir. Die Patienten sind für die Visite bereit, Doktor. Danke, Schwester. Also, wer ist der Erste? Monsieur Croquet, in Bett 2. Was hat er für ein Problem? Er klagt über Bewusstseinsverlust. Das hier werden Sie brauchen, Doktor. Sie gibt mir eine lange, schmale Metallkiste, garniert mit einem bezaubernden Lächeln. Danke. Da ist das Essbesteck drin. Hi, ich bin Dr. Stobbart. Hallo, Doktor. Die Schwester sagte mir, dass Sie immer wieder das Bewusstsein verlieren. Genau, ich habe dieses Problem, solange ich denken kann. Es ist echt eine extrakorporeale Erfahrung. Wie der Tod, nur nicht so endgültig. Na dann. Aha, wie lange dauert es? Nur den Bruchteil einer Sekunde, dann bin ich wieder da. Ich bin ja vielleicht kein Arzt, aber trotzdem stelle ich eine Diagnose. Hier ist jemand völlig durchgeknallt. Ich weiß genau, was Sie meinen. In der bekannten Medizin nennt man sowas Lidschlag oder populärwissenschaftlich ausgedrückt Plinkern. Ist das etwas Ernstes? Natürlich nicht. Es ist absolut natürlich. Aber überlegen Sie doch mal. 2 Sekunden in jeder Minute. Oh Gott, das macht ja fast eine halbe Stunde pro Tag. 2 Wochen in jedem Jahr, verbracht in absoluter Dunkelheit. Ich habe keine Zeit, mir diesen Unsinn anzuhören. In welchem Bett liegt Marquet? Um die Ecke, in Quarantäne. Was ist los mit ihm? Okay, er ist in Quarantäne. Keine Ahnung, aber die Männer, die ihn reingebracht haben, trugen Masken und Gummihandschuhe. Hey, Sie sind ein Doktor. Wieso wissen Sie das nicht? Das ist eine berechtigte Frage. Selbst Ihr Ärzte wissen nicht alles. Und warum benehmen Sie sich dann so, als ob? Auch das ist eine berechtigte Frage. Haben wir noch ein bisschen mehr zu Marquet? Hatte irgendwelchen Besuch? Nein, und ich auch nicht. Das ist das Schlimmste, wenn man im Krankenhaus liegt. Man hat das Gefühl, von der ganzen Welt verlassen zu sein. Oh. Sie wissen doch, wie das ist. Das Leben geht weiter. Danke für die tröstlichen Worte. Okay, gut. Mit dem können wir nichts mehr machen. Sollen wir Blutdruck bei dem messen? Wissen Sie, wie man diesen Gegenstand nennt? Nein, keine Ahnung. Ist ein Blutdruckmesser, oder nicht? Also dann, tschüss und viel Glück. Danke, Doc. Gut, alles klar. Also um die Ecke geht's dorthin. Wahrscheinlich wird mich die Krankenschwester jetzt nicht dorthin lassen, weil ich irgendwas machen soll.
Doktor. Was ist los? Nicht Sie haben die Krankenschwester. Meinen Blutdruck noch nicht gemessen. Okay, für den bräuchte er noch das Blutdruckmessgerät. Sieht mir ganz gut aus. Sie machen das nicht richtig. Und ob ich das richtig mache? Nein, machen Sie nicht. Dr. Monroe hat das nie so gemacht. Ja, ich kann keine vernünftigen Werte erhalten, solange Sie dermaßen aufgeputscht sind. Ich komme später wieder. Okay, der lässt mich da jetzt nicht durch, da bin ich mir sicher. Hey, Benoit. Also, müssen wir mal mit dem kleinen Benoit reden. Kein Grund zu schreien. Was wollen Sie? Der erinnert mich irgendwie an Baxter Stockman aus der Turtles-Trickserie Ende der 80er, Anfang der 90er. Hier, nehmen Sie dieses Blutdruckmessgerät. Vielen Dank, Sir. Was soll ich damit anfangen? Also, naja, passen Sie gut drauf auf, bis mir was einfällt. Will ja bei dem Hyopai da Blutdruck messen. Sind Sie startklar mit dem Blutdruckmessgerät? Bereit zum Aufpumpen, Sir. Was soll ich damit tun? Wem da? Benutzen Sie es bei Eric Sopmarsch. Okay. Also, gut. Jetzt können wir weitergehen. Es sei denn, die Schwester sagt was. Nö. Vielleicht reden wir einmal erst mit dem Herrn hier. Ich bin Dr. Stobbart. Bonjour, Doktor. Haben Sie mal was von einem Typ mit Namen Marquet gehört? Ja, der liegt wohl hinter diesem Raum? Der ist hinter in Quarantäne. Direkt hinter dieser Tür. Marquet ist genau der Mann, den ich sehen will. Ich würde da nicht reingehen, wenn ich Sie wäre. Er hat Milzbrand. Ich muss meinen Patienten besuchen. Wozu? Routine. Ich muss überprüfen, ob er noch atmet. Und was, wenn nicht? Ich unterzeichne eine Urkunde und melde das Bett als wieder verfügbar. Das ist eine kalte und distanzierte Beziehung zum Tod. Ich bin so professionell, dass ich schon göttliche Züge trage. Der weiße Mantel steht Ihnen. Oh, danke schön. Danke. Haben Sie irgendwelche verdächtigen Charaktere auf der Station gesehen? Ja, habe ich. Ein Gorilla und ein Wiesel? Nein, ein ziemlich schäbiger Bär. Inwiefern hat sich der Bär verdächtig gemacht? Naja, er hat einen Zylinder getragen. Ich meine, es fällt ist ihm das ein. Gegen das ist das Gesetz? So für einen Bär? Nein, aber ziemlich merkwürdig für einen Bären. Halten Sie es für möglich, dass der Bär ein verkleideter Mann war? Na, das ist doch wohl offensichtlich. Ich bin doch nicht total verblödet. Aber wer würde sich die Mühe machen, sich als Bär zu verkleiden? Ist nicht gerade so, als ob er dann unauffällig mit dem Hintergrund verschmelzen würde. Ich habe mich mit der Zentrale in Verbindung gesetzt und nachgefragt, ob irgendwelche Bären als vermisst gemeldet wurden. Von einem Zoo oder Wanderzirkus. Sie haben mir gesagt, ich soll die Stellung halten, bis Verstärkung eintrifft. Ich würde mal sagen, die hatten recht. Es wäre dumm von mir, den Bären mit bloßen Händen anzugreifen. Wenn es ein echter ist, dann schon. Okay. Bis später dann. Ich bin gespannt, ob ich jetzt hier rein darf. Wenn Sie den Bären sehen, hauen Sie ihm einen auf die Nase. Besser Sie als ich, Mann. Ah, der lässt uns tatsächlich rein. Okay, ich muss da nichts mehr machen. Damit habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Und der sieht nicht gut aus. Marquet? Ja, ich bin Marquet. Ich habe Sie erwartet. Ach, wirklich? Und? Worauf warten Sie? Bringen wir es hinter uns. Ich glaube, er hat jemand anderen erwartet. Ich will doch nur wissen, was ich mit dem Edelstein anfangen soll. Dem Lochmann-Edelstein? Ja, genau den. Hier in meiner Tasche. Ich dachte, Sie wären einer von den Haschaschen. Ich doch nicht. Ich habe nie auf Lunge geraucht dabei. Also, hat man Sie von meiner Stelle geschickt? Ja. In Ihrem Zustand können Sie ja wohl kaum nach Irland reisen. Was soll ich mit dem Edelstein anfangen? Bringen Sie ihn zum Großmeister. Schnell, sagen Sie ihm, dass ich das Dreibein gefunden habe. Direkt okay, das Dreibein im Museum? Haben Sie es? Noch nicht.
aber man kümmert sich bereits darum. Ich habe ein paar kleine Ganoven angeheuert, die sich auf solche Gaunereien spezialisiert haben. Für die wohl kennen? Sind das vielleicht zufällig Flapp und Guido? Sie kennen die beiden? Wir haben uns schon mal getroffen. Warum heißt der Große eigentlich Flapp? Was ist mit dem Hashi-Ashin? Er wird sich wahrscheinlich an Klausners Fersen geheftet haben. Er wird alles tun, um zu verhindern, dass das Schwert neu geschmiedet wird. Das ist vielleicht das ist schlimm, oder? Broken. Klausner ist unterwegs nach Syrien. Auf ein ganz wildes Gerücht hin. Ein Wildgericht, meinen Sie? Er hat eine Theorie aufgestellt. Ach. Oh Mann, vielleicht. Das ist aber jetzt genug Aufregung für einen Tag, Monsieur Marquet. Was machen Sie hier? Das sehen Sie doch, ich unterhalte mich mit diesem Patienten. Monsieur Marquet ist mein Patient. Wenn Herr Hagenmeier das hört... Okay, ich gehe ja schon. Ich habe sowieso alles aus Marquet herausgeholt, was ich wissen muss. Okay, in Syrien, Dreibein, Schwert Neuschwien, Klausner. Das sind so die Sachen, die ich behalten habe. Da sind Sie ja, Sir. Ich wollte Sie gerade holen kommen. Ich bin mit Ihrem Blutdruckmessgerät jetzt fertig. Danke, Bunny. Was ist das für ein Geräusch? Das klingt ja, als hätte jemand einen Herzanfall. Ist schon in Ordnung. Der Doktor ist bei ihm drin. Aber Sie sind doch der Doktor. Sind Sie sicher, dass das ein Arzt war? Oui, Monsieur. Er hat mir seinen Ausweis gezeigt. Er heißt Dr. Bray. Hier arbeitet kein Dr. Bray. Ein Betrüger. Die Tür ist verschlossen. Helfen Sie mir, Wachtmeister. Treten Sie zurück, Monsieur. Er schießt sogar. Tür auf, da tritt keiner vor. Tja. Lieber George, wie erklärst du das? Wieder in Nikos Apartment. Ich habe Jacques Marquet gefunden. Die war beschäftigt bis jetzt gerade und guckt ja, jetzt erst auf und die hat erst gemerkt, dass er jetzt im Raum ist. Ist er tot? Ach George, was machst du denn hier? Ja, von einem falschen Arzt, kaltblütig ermordet. Wie abscheulich. Was für ein Mensch würde sich als Arzt ausgeben und einen sterbenden Mann ausnutzen? War es Khan? Fiesewicht. Nein, ich weiß nicht, wer es war, aber sicherlich nicht Khan. Er ist geflohen, durchs Fenster. So. Mal von Hashi-Ashin gehört? Hashi-Ashin. Marquet sagte, sie wären sein größter Feind. Sein größter Feind war der falsche Arzt. Erinnere mich bloß nicht daran, der Typ war bösartig. Er hatte einen wilden, starren Blick wie ein toter Fisch. Ich werde keinem Arzt mehr trauen. Glaubst du, der Mörder war für den Tod von Marquet verantwortlich? Das glaube ich nicht. Er hätte ihn schon das erste Mal erledigen können. Außerdem hätte Marquet ihn erkannt. Er war bis oben hin mit Beruhigungsmitteln vollgepumpt. Ja, keine Ahnung, vielleicht hätte er eine Maske getragen. Wer hätte ihn denn jetzt sonst töten sollen? Dass sie sich vorgestellt hätten. Okay, gut. Ich werde besser zurückgehen und mit diesem Verrückten reden. Mit wem? Rousseau oder Sergeant Mouet? Oder meinst du André? Das darfst du selbst herausfinden. So, dann können wir jetzt zum Museum. Anders haben wir auch nicht mehr, ne? Ne, okay. Nichts, was wir nicht sonst noch kennen. Zur Polizei könnte ich sonst noch, aber jetzt zum Museum. Hoffen, dass André Lobineau jetzt da ist. Ansonsten können wir jetzt das machen, was ich schon mal vorher versucht habe bei unserem ersten Besuch im Museum. Sehr spät dran, Monsieur.
nämlich... Spät? Was meinen Sie damit? Das Fenster da aufzumachen, naja, und dann da reinzuklettern. Ich werde das Museum sehr bald schließen. Es würde Ihnen nicht gefallen, hier eingeschlossen zu werden, das kann ich Ihnen sagen. Nicht in dieser Abteilung. Warum nicht? Die Gruselabteilung. Sie ist verhext, Monsieur. Sie glauben doch nicht etwa an Gespenster, oder? Und ob ich das tue? Vor 7 Jahren hat sich hier mal ein Junge versteckt. Ja, der ist immer hat noch wahrscheinlich hier. Mit seinen Freunden gewettet oder sowas. Als ich ihn am Morgen fand, war er kalt wie Eis und steif wie ein Brett. Woran ist er gestorben? Sie sagten, es wäre ein Gehirntumor. Aber sein Gesicht zeigte einen Ausdruck von derartig absolutem, totalem Entsetzen, wie ich es noch nie gesehen hatte. Tja, was da wohl nachts im Museum abgeht. Alles klar, ich kann nicht weiter mit dem reden, aber ich kann mit diesem Herrn dort drüben reden. Das ist André Lobineau. Er ist ein dünner, käsiger Kerl mit einer zweifelhaften Vorliebe für exotische Kleidung. Meine Mutter hat sich früher auch mal so gekleidet. Oh Gott, das klingt aber nicht nett. Verzeihung, sind Sie André Lobineau? Live und in Farbe. Möchten Sie ein Autogramm? Nein, mir wurde gesagt, dass Sie mir vielleicht helfen könnten. Helfen? Ich heiße George Stobbart. Ich hätte gerne Ihre professionelle Meinung. Nun ja, okay, schießen Sie los. So, dann hören wir uns mal Haben ein paar Sie Sachen etwas an. Von den Haschaschinen gehört? Wieso? Ja, das war eine radikale Muslimsekte, deren Namen zum Synonym für Mord wurde. Oi. Sie entstand in Persien im 11. Jahrhundert, kurz vor den Kreuzzügen. Ungefähr zur gleichen Zeit wie die Templer. Ja, sie haben den romanischen Sprachen ein neues Wort beschert. Assassini, die Meuchelmörder. Okay. Wie sind die Assassini zu ihrem Namen gekommen? Das kommt von der das Legende, man die Sylvester Stallone und Antonio Banderas fragen. Einem jungen Mann, der die Sekte eintreten wollte, wurde Haschisch gegeben, bis er ins Reich der Träume trieb. Wenn er erwachte, befand er sich in einem wundervollen Garten mit allem, was man sich nur wünschen konnte. Das frischeste Wasser, das köstlichste Essen, das ausgesuchteste Hasch und die wunderbarsten Frauen. Cool. Haben Sie die Adresse? Die Geschichte ja. ist noch nicht zu Ende. Diesen Vorgeschmack des Paradieses gab es nicht umsonst. Hätte ich mir denken können. Am nächsten Tag erwachte der junge Mann wieder in seiner normalen Welt. Ihm wurde gesagt, dass er einen Blick in den Himmel werfen durfte, der für die heiligen Märtyrer reserviert war. Ein Himmel, den er für den Rest der Ewigkeit genießen dürfe, wenn er sich den Haschaschin anschließen würde. Was machten die Haschaschin? Nun ja, wie ich bereits erklärt habe, waren die neuen Rekruten mehr als bereit, für die Sache zu sterben. Ihnen wurde beigebracht, wie man Dolch, Gift und Verkleidungen benutzt. Dann benannte der Großmeister der Sekte einen Feind Alas. Und sie setzten alles daran, diesen Feind zu eliminieren. Sie haben es erfasst. Sie kannten keine Angst und brachten den Tod. Existiert dieser Haschaschin-Kult noch immer? Schauen Sie sich in der Welt von heute um und dann geben Sie mir die Antwort. So, was haben wir hier? Sagt Ihnen der Name Montfaucon etwas? Klar, das war der schrecklichste Ort von Paris, zumindest vor der Revolution. Eine öffentliche Toilette? Montfaucon war der Platz, an dem viele Tausend exekutiert wurden. Ein oh Mann, Tempel ey, George Stobbart und die schlechten Witze. In jedem Bogen ein grausiges Ausstellungsstück. Galgen, an denen die Gehängten baumelten und die Krähen warteten. Das erklärt das Bild mit dem gehängten Mann. Ich habe einen Hinweis auf Montfaucon in Irland gefunden, in einem Dorf, das Loch Marne heißt. Loch Marne? Da hat doch Pegram gegraben. Genau. Er hat die Ausgrabung verlassen, bevor ich ankam. Kennen Sie Pegram gut? Nicht besonders. Ich habe ihn auf einer Konferenz getroffen. Ich hätte mich gerne intensiver mit ihm unterhalten, aber ich hatte keine Zeit. Wann war das? Oh, im Sommer. Juli, glaube ich. In der zweiten Juliwoche? Kann sein. Ja, stimmt. Kurz vor dem Tag der Bastille. Pegram war also zur selben Zeit in Paris wie die anderen Opfer. Hä? Was für Opfer? Nichts. Nur laut gedacht. Wo genau liegt Montfaucon? Im Nordosten, beim Kanal Saint-Martin. Aber es ist nichts davon übrig. Der alte Galgen wurde während der Revolution abgerissen. Ich hätte gerne Ihre Meinung zu einer mittelalterlichen Handschrift. Vraiment? Haben Sie die Rolle hier? Nein. Nein, sie ist zu empfindlich. Und außerdem, da gibt es gewisse Leute, die vor nichts zurückschrecken würden, um sie in ihre gierigen Hände zu kriegen. Hört sich toll an. Haben Sie eine Kopie des Textes? Es ist nicht viel, nur ein paar Sätze auf Latein.
Ich hatte gehofft, Sie könnten mir helfen, die Bilder zu entziffern. Ohne die Schriftrolle zu sehen? Das ist etwas viel verlangt. Sagen Sie mir nur eines. Was bedeutet es Ihrer Meinung nach, wenn auf einem Bild zwei Männer auf demselben Pferd reiten? Die Tempelritter. Erscheint das Siegel der Tempelritter auf diesem Manuskript? Das würde ich zu gern mit eigenen Augen sehen. Können Sie mir etwas über die Tempelritter erzählen? Ja, natürlich, Georgie. Unsere Ritter. Soldaten, Diplomaten, Söldner, Mönche, Banker, was immer Sie sagen, es passt auf die Tempelritter. Die größte Streitmacht der Christenheit. Jesus Miliz. Heilige Mutter. Woher haben die Templer ihren Namen? Von dem Gebäude, in dem sie ihr Hauptquartier eingerichtet haben. Der König von Jerusalem stellte ihnen einen Teil einer Moschee auf dem Tempelberg zur Verfügung. Man sagt, dass dort der echte Tempel von Salomon gestanden habe. Der Orden wurde zuerst als Ritter des Tempels und später als Tempelritter bekannt. Sie sind eine Goldgrube für Informationen, André. Freut mich, wenn ich Ihnen helfen konnte, George. Wieso waren die Tempelritter so reich? Ein Strom an neuen Rekruten verstärkte ständig ihre Reihen, viele davon aus edlen Familien. Sie mussten ein Gelübde der Armut, Keuschheit und des Gehorsams ablegen. Und so wurden ihr Vermögen, ihre Güter und Ländereien dem Orden überschrieben. Die Tempelritter besaßen sehr bald Land in Frankreich, Schottland, England, Spanien, genauer gesagt in ganz Europa. Die armen Christusritter wurden zur reichsten Macht der Christenheit. Ist es wahr, dass der Schatz der Tempelritter nie gefunden wurde? Ah, wer weiß das schon so genau? Wir wissen so wenig von dem, was wirklich geschah. Und andererseits ist es möglich, dass die Wahrheit nie an die Öffentlichkeit gelangte. Was wollen Sie damit sagen? Die Templer umgibt ein mythologischer Status, so wie zum Beispiel auch den britischen König Artus. Selbst jetzt gibt es Leute, die behaupten, dass die Templer immer noch existieren. Halten Sie das für wahrscheinlich? Templer. Nein, nicht für einen Augenblick. Okay. Sprechen wir ihn erst aus Dreibein an, bevor wir über Nicole reden. Ich dachte, reden. Dass es Sie vielleicht interessiert. Jemand wird das Dreibein klauen. Das Lochmarn-Dreibein? Nein. Doch, ganz bestimmt. Ich kann Ihnen eine Beschreibung der Diebe geben. Bevor das Ganze überhaupt stattgefunden hat? Ich habe gehört, wie Sie den Einbruch geplant haben. Die verschwenden nur ihre Zeit. Das Dreibein wird durch ein hochmodernes Alarmsystem gesichert. Ja, stimmt, das hatten wir wie ja schon Sie mal. Meinen. Aber behaupten Sie hinterher nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Warum leihen Sie mir das Dreibein nicht aus, damit es in Sicherheit ist? Weil ich es dann niemals wiedersehen würde. Sie trauen mir nicht. Argument. Das ist keine Frage des Vertrauens, George. Dieses Dreibein ist hunderte von Jahren alt und extrem zerbrechlich. Ich verstehe, was Sie meinen. Jemand passt auf die Schriftrolle auf. In Paris? Ja, ist gar nicht weit von hier. Na gut, geben Sie mir die Adresse und ich komme hin und schaue mir das Ganze mal an. Ich weiß nicht so recht. Vielleicht sollte ich das erst mit ihr absprechen. Mit ihr? Eine Freundin also? Ja, yeah, es ist eine Frau. Ist es nur meine Einbildung oder erscheint da auf einmal wirklich ein raubtierhafter Glanz in seinem Auge? Auf einmal hat sich dieser freundliche Historiker in einen großen bösen Wolf verwandelt. Okay. Diese Freundin, bei der die Schriftrolle ist... Ah oui, die unbekannte Dame. Sie wohnt in der Rue Jarry, Nummer 63. Ah, da kenne ich mich gut aus. Ich komme vorbei, sobald ich kann. Lass ich gut aus. Zeigen Sie noch den Stein. Kommt Was her. Halten Sie hiervon? Der größte Edelstein, den ich je gesehen habe. Woher haben Sie den? Von Professor Pegrams Botenjungen. Hat Pegram das in seiner Ausgrabung gefunden? Ja, yeah, das war ein Templerschloss. Glauben Sie, dass es Teil eines Templerschatzes sein könnte? Oh nein, das wohl weniger. Okay, vielen Dank für Ihre Hilfe, André. Keine Ursache. Müssen wir mal gucken, dass wir es hinkriegen, das Ding hier aufzudrehen, ohne dass der Typ was sagt. Geht das hier schon? Ja, geht schon. Okay, dann können wir jetzt da ein. So, jetzt geht er nämlich dahin und dreht an dem Teil rum und in der Zeit... Können wir uns da rein verziehen? Und jetzt, wir müssen gleich ganz schnell was machen, damit wir nicht sterben. Ich hoffe, das kriege ich jetzt hin, ohne dass wir die Sequenz komplett nochmal neu machen müssen und uns alles von André Lobineau anhören müssen. Wir schließen jetzt, Monsieur Lobineau. Wir schließen jetzt. Der Tag hat einfach 3x18, nicht genug bitte die 14. Feierabend. Mehr als genug für mich. Ich kann es gar nicht erwarten, nach Hause zu kommen und die Füße hochzulegen.
Ja, eben hier, dann bis Job. Morgen. Gute Nacht, Monsieur. Gute Nacht. Jetzt kommt eine Sequenz, in der man gleich wirklich sterben kann. Da sind sie. Und gleich unser Mausquader schnell finden. Hey, Guido, guck dir das an. Hör mit dem Blödsinn auf, du Idiot. Schieb deinen Arsch hier rüber und bring die Taschenlampe mit. Okay. Jetzt. Was zum... Wer ist da? Los, nix wie raus hier. Gut, ich muss dir nämlich ganz schnell diesen Totempfahl anklicken. Manchmal ist George Stobbart aber auch so ein bisschen Guybrush Threepwood, oder? Ja, und da kommt unsere Elaine. Wieder in Nikos Apartment. Und als ich aufwachte, war ich auf der Polizeistation. Nein! Glücklicherweise konnte ich Rosso davon überzeugen, dass ich unschuldig war. Armer George. Was für eine Schweinerei. Ich habe alles vermasselt. Glaube ich nicht. Du hast gute Arbeit geleistet, indem du die beiden Gauner abgelenkt hast. Ja, aber der Killer ist mit dem Dreibein entkommen. Nein, ist er nicht. Das glaube ich auch nicht. Er ist nicht der Einzige, der sich verkleiden kann. Du meinst... Du hast das Dreibein gestohlen? Zum Teufel, Nico, ich hätte erschossen werden können. Diese Trottel hätten sich wahrscheinlich an die eigenen Füße geschossen. Vermutlich hat sie recht. Du hast mir von deinem Plan erzählt. Wir stecken alle beide da drin. Und wieso hast du dich wie eine Pantomimenkatze verkleidet? Sei jetzt bitte nicht eingeschnappt, Georgie. Ah, Mist. Und nenn mich nicht Georgie. Ich dachte, du würdest dich freuen. Schließlich haben wir das Dreibein. Möchtest du nicht versuchen, den Edelstein auf das Dreibein zu legen? Ich denke ja. Nichts passiert. Ja. Ich vermute, es ist nicht der Edelstein passt Stelle. Genau, aber was beweist das? Oh, mach kurz in die Tasche, da hat Dreibein gesteckt. Vielleicht muss das Dreibein an einem bestimmten Ort stehen. Im Manuskript gibt es keinen Hinweis, wo das sein könnte, oder? Oh, übrigens, André Lobineau hat mich besucht. Oh ja, es macht dir doch nichts aus, dass ich ihm deine Adresse gegeben habe. Keineswegs, es war schön, ihn wiederzusehen. Er ist fast übergeschnappt, als ich ihm die Schriftrolle gezeigt habe. Es passiert nicht oft, dass er sich so aufregt. Er hat das Ritterwappen abgemalt, um es mit ins Museum zu nehmen. Ich hoffe, er hat die Familie ausfindig gemacht, die das Wappen trägt. Das hoffe ich auch. Okay. André Lobineau hat mir erklärt, wer die Haschaschin waren. Ja? Der Kult der Mörder. Oh, Junge. Schauen wir uns die Schriftrolle nochmal an. Okay, vielleicht müssen wir wirklich nochmal gucken mit dem Dreibein, was machen. Da, das ist ja der Dreibeinort. Das ist das Dreibein, das wir im Museum ausgeborgt haben. Das ist der Edelstein, den Pegram in Loch Maren gefunden hat. Ja, gut, das ist schon klar, aber ich dachte, er kann mir irgendwas damit sagen. Nee, gut, okay. Aber wir haben ja von Lobineau eine neue Location bekommen, mit Montfaucon. Hast du noch etwas über die Templer herausgefunden? Können wir vielleicht dorthin gehen? Ja, habe ich. Der Bursche, der für ihren Niedergang verantwortlich war, hieß Philipp IV., König von Frankreich. Auch als Philipp der Schöne bekannt. Nun, er ging in die Geschichte als Philipp der Gerechte ein, aber ich bezweifle, dass die Templer ihn so nannten. André kann dir sicherlich alles darüber erzählen. Okay, gut, dann... Ich muss gehen. Schon? Du bist doch eben erst angekommen. Schauen wir mal nach Montfaucon, wahrscheinlich. Die Zeit und die Gezeiten warten auf niemanden. Oder wir fliegen nach Syrien. Ich weiß nicht, ob wir das schon können. Okay, ich sehe dich später.